Andreas Zumach. Er ist er war 32 Jahre lang UN-Korrespondent in Genf. Er ist ausgewiesener Kenner der Vereinten Nationen, der internationalen Abrüstungsverträge, aber sicherlich auch der deutschen Außenpolitik. Und darüber hinaus ist er auch ein Freund der IPPNW, der uns immer in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit professioneller Distanz begleitet hat. Insofern freue ich mich ganz herzlich und möchte Sie hier oben aufs Podium bitten. Ja, guten Morgen, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier zu Ihnen oder zu euch. Mit vielen von euch bin ich ja seit langem per Du. Die Zeit ist verdammt knapp für das Thema. Das ist mir eben auch nochmal signalisiert worden. Eine halbe Stunde ist im Grunde, sage ich jetzt ohne jede Kritik, ein unsinniges Verfahren, um dieses ganze Thema in der notwendigen Differenzierung und Komplexität aufzurollen. Deswegen beschränke ich mich wirklich auf die im Titel gestellte Frage: Krieg in der Ukraine, welche Möglichkeit gibt es für eine Deeskalation und für eine europäische Friedensordnung? Also das heißt, viele Fragen, die ihr im Kopf habt und ich selber auch, werde ich zumindest in meinen maximal 30 Minuten Eingangsstatements nicht ansprechen. Und das müsst ihr dann reinbringen in der verbleibenden Diskussionszeit. Zunächst mal, wir können uns und dürfen uns die Welt ja nicht schöner reden, als sie ist. Und eben in der Begrüßung ist ja schon völlig zu Recht angesprochen worden, wir befinden uns nach wie vor in einer Eskalationsphase. Und von den 6 theoretischen Szenarien, wie dieser heiße Krieg zu Ende gehen könnte, ich blätter die jetzt nicht auf, aber nachher gerne auf Nachfrage, scheint mir das Wahrscheinlichste zu sein im Moment, dass möglicherweise bis zum 9. Mai die russischen Invasionstruppen tatsächlich einen gewissen Teilerfolg erringen und diesen ganzen Landgürtel von den Ostprovinzen bis zur Grenze Moldawien unter ihre Kontrolle und Besatzung bringen. Und dann Herr Putin anlässlich der Siegesparade zum 81. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion einen Teilsieg verkünden wird. Das scheint mir im Moment das wahrscheinlichste Szenario. Und wenn dann der heiße Krieg zunächst mal nicht mehr stattfindet, wird natürlich auch bei uns erstmal eine große Erleichterung ausbrechen. Damit ist der Konflikt natürlich überhaupt nicht beendet. Ich sage ganz klar voraus, selbst wenn es mit einem totalen militärischen Sieg der russischen Truppen enden sollte und einer Totalbesatzung der Ukraine, Russland wird die Ukraine niemals unter Kontrolle bringen, genauso wenig wie das den sowjetischen Invasionstruppen zwischen 1979 und 1988 in Afghanistan gelungen ist oder der NATO in 20 Jahren in Afghanistan. Das muss uns klar sein. Es wird in einem solchen Szenario dauerhaft gewaltfreien, aber auch gewalttätigen Widerstand der Ukrainerinnen geben, denen Putin ja nichts anzubieten hat außer Stagnation. Er hat ihnen wirtschaftlich nichts anzubieten, politisch nicht und demokratiepolitisch schon mal gar nicht. Aber gut, das ist das Szenario, auf das ich mich im Moment einrichte. Ich habe seit meinem ersten Vortrag zu dem Thema, das war gleich am 28. Februar, immer gesagt, es muss darum gehen, eine für Putin gesichtswahrende Exit-Strategie aus diesem Krieg zu finden. Die Chancen dafür sind nach Meinung ganz vieler in den letzten Wochen eher geringer geworden. Gibt es diese Möglichkeit tatsächlich oder ist er wild entschlossen, das, was er in seinen Erklärungen in den Nächten vom 21. und 24. Februar als Ziel verkündet hat, entschlossen durchzusetzen? Ich weiß es nicht. Wir alle wissen es nicht genau und wir müssen mit dieser Unsicherheit leben. Aber ich sage mir, solange die Regierung Zelensky in Kiew sagt, wir wollen verhandeln und wir verhandeln, maße ich mir nicht an zu sagen, könnt ihr vergessen, ist vergeblich. Das ist vielleicht eine pragmatische Haltung, aber eine andere bleibt im Moment nicht übrig. Wir wissen auch, oder ich sage mal so, die Eskalation, die militärische Eskalation läuft ja auf beiden Seiten. Und es sind inzwischen bei uns Grundentscheidungen getroffen worden, die ihr alle kennt. Und wenn wir auf der einen Seite in der Friedensbewegung zu Recht immer gesagt haben, diese feinsinnige Unterscheidung zwischen Defensiv- und Offensivwaffen gibt es nicht wirklich, weil auch defensive Waffen können in einem offensiven Krieg eine gewisse militärische Rolle spielen und sei es auch nur die gegnerischen Flugzeuge, die dann kommen, abzuschießen.
So würde ich genauso sagen, es gibt keine hart definierbare Grenze dafür, wo denn die Aufrüstung und die Lieferung von konventionellen Waffen irgendwann aufhört oder wo der Punkt erreicht ist, wo Putin dann sagt plötzlich, ja, das ist jetzt eine aktive Kriegsbeteiligung der NATO. Das liegt ja sowieso in seiner Definitionshoheit. Das hat er ja praktisch schon in der ersten Woche gesagt, als die Wirtschaftssanktionen verhängt werden. Also darauf haben wir wenig Einfluss. Und ich fürchte, diese Eskalation mit Lieferung konventioneller Waffen wird weitergehen. US-Präsident Biden hat vorgestern im Kongress eine weitere Tranche von 31 Milliarden US-Dollar beantragt, von denen 23 Milliarden für militärische Unterstützung für die Ukraine gedacht sind und weitere 8 Milliarden wirtschaftliche Entwicklung. Also die Signale, zumindest aus Washington, werden immer eindeutiger, dass es nicht nur darum geht, diesen Krieg zu beenden und dann möglicherweise den Abzug der russischen Invasionstruppen zu erzwingen, sondern dass es darum geht, Russland in die Knie zu zwingen. Deswegen blicke ich schon im Moment mal in meinen folgenden Ausführungen ein bisschen auf die Zeit danach, auf die Zukunft. Egon Bahr, der im März 100 geworden wäre, wenn er noch lebte, hat vor 50 Jahren, 1972, den Satz gesagt, eine europäische Friedensordnung kann es nur mit der damaligen Sowjetunion geben, nicht ohne die Sowjetunion und schon gar nicht gegen die Sowjetunion. Dieses 50 Jahre alte Axiom von Egon Bahr gilt heute unverändert ganz genauso, natürlich nicht mehr bezogen auf Sowjetunion, sondern auf Russland. Das gibt uns allein die geografische Lage vor, die wir uns ja nicht aussuchen können auf diesem gemeinsamen eurasischen Kontinent und die wir auch nicht verändern können. Und ich, das ist ein ganz klares Postulat, gehe fest davon aus, dass eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Friedensordnung mit Russland nicht nur möglich ist, sondern zwingend notwendig sein muss. Das ist mein Ausgangspunkt, von dem aus ich dann mal die Dinge beschreiben will, wo ich meine, dass wir und ihr als Organisation vor allem jetzt in der innergesellschaftlichen Diskussion aktiv sein müsst, um die zu deeskalieren, um zu differenzieren, um Falschbehauptungen zurückzuweisen und so weiter. Ich fange mal an mit der Zeitenwende. Ich halte diesen von Olaf Scholz gesetzten Begriff für einen ideologischen Kampfbegriff. Natürlich, dieser Krieg ist eine Zäsur. Er ist auch natürlich gewichtiger als der NATO-Luftkrieg 1999 gegen Serbien, der auch völkerrechtswidrig war, der auch viele Opfer erzeugt hat, der humanitär gerechtfertigt war, wo es keineswegs darum ging, einen Völkermord zu verhindern. Das, Olaf Scholz, ist genauso lächerlich wie die Behauptung von Putin, im Donbass habe ein Völkermord bevorgestanden. Aber es ist schon richtig, dieser Krieg Putins hat eine andere Dimension. Also eine Zäsur ist er schon. Aber mit diesem Begriff Zeitenwende werden ja zwei Dinge versucht. Erstens, ich erinnere daran, er ist schon mal verwandt worden, am 12. September 2001 vom damaligen US-Präsident George Bush, am Tag nach den Terroranschlägen, in seiner Rede, wo er gesagt hat, das ist eine Zeitenwende, jetzt ist nichts mehr so wie vorher und jetzt gelten auch bestimmte Regeln nicht mehr. Damit meinte er wichtige Bestimmungen des Völkerrechts, die USA dann in der Folge ja auch kräftig verletzt haben. Und er hat den Krieg gegen den Terrorismus ausgerufen am 12. September 2001, der dann seit jetzt über 20 Jahren geführt wird. Völlig gescheitert, gemessen an den damals erklärten offiziellen Zielen, diese neue Gefahr des islamistisch gerechtfertigten Terrorismus zu überwinden. Gescheitert in Afghanistan, das ist sehr offensichtlich geworden im letzten Jahr, aber auch im Irak, in Libyen, in Syrien und im Moment scheitert er in Mali mit inzwischen Millionen Opfern. Ich sage nicht, dass Olaf Scholz und die, die ihn unterstützen mit diesem Zeitenwendebegriff, jetzt einen neuen heißen Krieg vorbereiten und planen. Aber was sie tun, und das war ja in seiner Regierungserklärung sehr klar, mit diesem Zeitenwendebegriff das größte Aufrüstungsprogramm Deutschlands seit 1945 zu rechtfertigen. Also die 100 Milliarden Sondervermögen grundgesetzlich abgesichert und eine Steigerung des jährlichen Militärhaushalts auf mindestens 2% des Bruttosozialproduktes. Und deswegen muss man dieser Zeitenwende-Behauptung widersprechen, um dann auch diesen angeblich unabweisbaren zwangsläufigen Folgen zu widersprechen. Zweitens,
Dieser Zeitenwendebegriff wird ja dafür benutzt, die Geschichte der letzten knapp 30 Jahre zu entsorgen und vor allem die Verantwortungs- und Schuldanteile, die die 33 westlichen Staaten von NATO und EU daran haben, dass es zu diesem Konflikt gekommen ist mit Russland. Also bitte nicht missverstehen, es geht nicht darum, diesen Krieg zu rechtfertigen, aber wir müssen darauf bestehen, der Westen hat nicht erst seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014, wie meistens behauptet wird, schon sehr viel früher, spätestens seit 1997, mit der Entscheidung, die NATO nach Osten zu erweitern, mit die Bausteine geliefert für ein sich stetig verschlechterndes Verhältnis zu Russland, in dessen Ergebnis wir jetzt diesen fürchterlichen Krieg haben. Ich kann das aus Zeitgründen jetzt nicht weiter ausführen, beziehungsweise mit sehr viel gewichtigeren Leuten belegen, wie etwa George Kennan und anderen US-Amerikanern, die alle heiße Krieger waren, die aber vor allem Kennan die Sowjetunion und Russland kannten, aus eigener Anschauung als Diplomat, die russische Geschichte und ihre Traumata seit Napoleon kannten und verstanden, die auch verstanden haben, dass es auch beim Feind, auch beim ideologischen Gegner, legitime Sicherheitsinteressen gibt, die es zu berücksichtigen gilt. Und das steht im scharfen Kontrast zu ganz vielen, die heute in der aktuellen Debatte bei uns nassforsch daherquatschen, ohne jede Ahnung offensichtlich von der Geschichte, auch nicht in dem Bemühen, sie sich dann vielleicht anzulesen. Also ich denke mal an Herrn Lanz und Konsorten und dann mal soeben die ganzen Erfahrungen von Entspannungs- und Friedenspolitik seit den 60er Jahren mit dem Bade ausschütten. Also dem müssen wir ganz entschieden widersprechen. Und wir müssen auch all denen widersprechen, die wie am dramatischsten Claudia Major, die Osteuropa-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, in einem Aufsatz in der Zeit vor 2 Wochen klipp und klar sagt, Sicherheitsordnung mit Russland kann es nicht mehr geben. Und dann für Konfrontation auf allen nur erdenklichen Ebenen plädiert. Politisch, ideologisch, wirtschaftlich, informationspolitisch, Cyberkrieg und natürlich militärische Aufrüstung. Dem müssen wir und dieser Logik entschieden widersprechen. Da komme ich zu den Atomwaffen, die für die Geschichte der PPNW von ganz besonderer Bedeutung sind. Da sind mir 2 Dinge wichtig. Erstens, es wird ja jetzt behauptet, dieser Krieg bestätige die Notwendigkeit von Atomwaffen. Die Bekräftigung des Festhaltens an der sogenannten nuklearen Teilhabe Deutschlands, die geplante Aufrüstung mit den neuen Flugzeugen, das ist ja euch alles bekannt. Ich argumentiere genau umgekehrt. Dieser Krieg ist der allerbeste Beweis dafür, dass wir endlich Atomwaffen überall aus dieser Welt beseitigen müssen. Warum? Warum? Weil sie eben keine Abschreckungs- und Kriegsverhinderungsfunktion haben. Putin kann diesen Krieg bisher doch so weitgehend ungehindert, mal abgesehen vom Widerstand der ukrainischen Streitkräfte, weitgehend ungehindert führen, weil er eben in der Hinterhand mehr oder weniger unmissverständlich mit der Atomwaffe droht. Und weil die NATO eben damit rechnen muss, wenn sie sich mehr engagiert als mit Waffenlieferungen, also etwa mit einer Flugverbotszone, dann tatsächlich möglicherweise nicht nur Putin Atomwaffen einsetzt, sondern die NATO selber dann aufgrund ihrer eigenen Eskalationslogik dazu kommt, Atomwaffen einzusetzen. Also Atomwaffen sind keine erfolgreiche Abschreckungs- oder Kriegsverhinderungsinstrumente, sondern sie ermöglichen erst das Führen von Kriegen. Das ist mir ganz wichtig, weil die Stimmen, die jetzt auch für uns fordern, für Deutschland, endlich die nationale Verfügungsgewalt über Atomwaffen oder zumindest in einem Dreierbündnis mit Frankreich und England in der EU, werden immer lauter. Nikolaus Blome, ehemals Bildchefredakteur, lange beim Spiegel, jetzt RTL-Mensch, hat vorgestern im Spiegel, zunächst nur online, wahrscheinlich auch jetzt in der Printausgabe, einen fürchterlichen Essay geschrieben, in dem er genau diese Rechtfertigungsfigur macht und sagt, was jetzt gelernt werden muss für die deutsche Politik aus diesem Krieg ist, wir müssen jetzt endlich eigene Atomwaffen haben. Also auf diese Art von Argumentation müssen wir uns vorbereiten und ihr widersprechen. Und ein zweites ist mir wichtig. Es wird ja in diesem Zusammenhang auch behauptet, hätte die Ukraine nur damals im Budapester Memorandum 1994 nicht auf Atomwaffen verzichtet, dann wäre sie jetzt nicht überfallen worden. Also Budapester Memorandum ist allen klar.
Da haben damals die Ukraine, aber auch Kasachstan und Belarus auf die noch auf ihrem Territorium liegenden sowjetischen Atomwaffen verzichtet, also sie praktisch abgegeben. Und im Gegenzug dafür haben Russland und die USA und Großbritannien die Souveränität und die Unverletzlichkeit der Grenzen dieser drei Staaten garantiert. Und Zelensky hat in seiner Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar zunächst völlig zu Recht gesagt, Russland hat dieses Memorandum verletzt und können wir uns auf dieses Memorandum jetzt noch verlassen? Und er hat eben neue Bestätigungen und Garantien für dieses Memorandum gefordert. So weit, so schlecht. Nur zu behaupten, die Ukraine habe damals auf eine real existierende nukleare Abschreckungsoption verzichtet, ist völliger Blödsinn. Die Waffen lagen zwar auf ihrem Territorium, aber die operative Verfügungsgewalt und über diese Waffen und die Möglichkeit, sie eventuell einzusetzen, die lag immer und ausschließlich nur in Moskau. Das sollte man ganz klar mal zu den Fakten sagen. Mir ist wichtig, also viele von uns, das habe ich jedenfalls erlebt in den letzten Wochen immer wieder, stellen sich ja die Frage, wie kann es eigentlich zu dieser gesellschaftlichen Stimmung kommen, die wir im Moment erleben, nicht nur in der sogenannten veröffentlichten Meinung, in den Talkshows, aber eben auch in Umfragen, die jetzt angeblich eine Unterstützung mehrheitlich ausweisen für die Lieferung schwerer Waffen. Also ich will mal in aller Vorsicht vier Faktoren benennen, die hier zusammenkommen und im Ergebnis dann diese bedrückende, angeblich mehrheitliche Stimmung ergeben. Das erste sind junge Leute, ich sag mal Generation bis maximal 40, für die dieser Krieg tatsächlich der erste ist, den sie zumindest bewusst erleben. Die also noch zu jung waren, auch für die jugoslawischen Kriege in den 90er Jahren, auch für den NATO-Luftkrieg, die ganze Phase des Kalten Krieges, wenn überhaupt aus Erzählungen von Eltern oder Großeltern kennen. Da kann ich schon verstehen, dass selbst auf der großen Friedensdemonstration am 27. Februar in Berlin mit bis zu 500.000 Leuten, alle, die interviewt wurden, warum seid ihr hier, mit guten, friedensbewegten Argumenten geantwortet haben. Aber wenn dann die Nachfrage gestellt wurde von vielen Journalisten und was sagen Sie zu Waffenlieferungen, haben ganz viele, große Mehrheit gesagt, ja, wenn auch mit großen Bauchschmerzen, aber es gibt ja doch keine andere Möglichkeit. Also keine begeisterte Zustimmung, aber eben doch eher aus einer Verzweiflung heraus. Da fehlt natürlich der ganze Fundus von Erfahrungen, von Wissen aus der kritischen Friedensforschung, was es denn für zivile Alternativen gibt, über denen viele von uns in den letzten 40 Jahren geredet haben und die wir aber eben zu, leider müssen wir zugeben, vergeblich eingefordert haben. Also die ganze Palette ziviler Instrumente zur Früherkennung und dann Prävention von Konflikten zu verhindern, dass sie auf die Gewaltebene kommen und so weiter. Das ist ja nach wie vor in der deutschen Politik, in der europäischen Politik, aber auch in der UNO nur ein Tröpfchen auf dem heißen Stein und die anderen 99% sind im Wesentlichen militärische oder polizeiliche Gewaltinstrumente. Das ist ja unser Dilemma und das ist natürlich bei jungen Leuten, die noch nicht mal die Debatten der letzten 40 Jahre mitbekommen haben, verständlich, dass sie dann auf diese angeblich einzige Möglichkeit Waffenlieferung verstoßen. Das Zweite ist, all diejenigen, die ja hörbar seit mindestens 8 oder 10 Jahren bei uns fordern, Deutschland müssen endlich mehr internationale Verantwortung übernehmen und das dann aber immer verengen auf militärische Machtmittel, nicht unbedingt national, aber doch im Verbund mit der EU als globalem Player und einer eigenständigen Militärmacht. All die, die haben jetzt natürlich Oberwasser und die sehen dank dieses Krieges einen wesentlichen Fortschritt bei der Verwirklichung dieser Forderungen. Das sind Teile der politischen Klassen in CDU, SPD, FDP, jetzt neu auch bei den Grünen. Das sind aber auch viele in meiner journalistischen Zunft, die Namen sind ja alle bekannt, also all die Leithammel der deutschen außen- und sicherheitspolitischen Berichterstattung, sei es Stefan Cornelius, Außenpolitikchef der Zeit, der Süddeutschen oder Josef Joffe in der Zeit und Herr Marschall im Tagesspiegel, die das ja nun seit Jahren fordern, unisono auch mit bestimmten sogenannten Sicherheitsexpertinnen im US-finanzierten German Marshall Fund wie Frau Stelzenmüller oder die Namen tauchen ja laufend jetzt in den Talkshows auch wieder auf.
die sehen das jetzt als großen Erfolg. Also der gestrige Satz des FDP-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, die Grünen seien mit ihrer Zustimmung zu den schweren Waffenlieferungen am Donnerstag nun, Zitat, endlich in der Realität angekommen, ist ein Beweis dafür, für das, was ich jetzt eben gesagt habe. Die dritte Strömung, die hier eine Rolle spielt, das sind ältere Generationen, die hier in diesem Krieg Putins eine gewisse Entlastung verspüren für die eigenen Verbrechen beziehungsweise die Verbrechen der Vorväter. Also so Sätze wie Hitler gleich Putin oder Putin gleich Hitler sind für mich ein Indiz immer dafür, dass es im Grunde darum geht. Das hatten wir schon mal in einer positiven Wendung. Die Älteren werden sich erinnern, als Gorbatschow Ende der 80er und Anfang der 90er nach Deutschland kam, waren die Plätze, die Markthallen voll mit Leuten, die ihm begeistert zugestimmt haben. Ich war bei vielen dieser Veranstaltungen dabei. Das waren überwiegend ältere Männer der Kriegsgeneration, die dankbar dafür waren, dass hier jetzt jemand kommt vom ehemaligen Feind und die Hand zur Versöhnung ausstreckt. Aber dieses Kapitel ist eben längst nicht wirklich überarbeitet. Und das Schlimme ist, und das wird jetzt möglicherweise nicht auf Zustimmung stoßen, ich höre in vielen Erklärungen, wenn man genau hinguckt, immer noch so eine herablassende Haltung über das, was die Nazis mal die slawischen Untermenschen genannt haben. Dieser Begriff wird zwar so nicht mehr gebraucht, aber vorletzte Woche gab es eine Talkshow bei Herrn Lanz, da saß eine junge Politologin, Mitte 30, komme gleich wieder auf den Namen, die dort ausführlich darüber redete, dass die Russen ganz pauschal ja viele der zivilisatorischen Umgangsformen und Errungenschaften, die wir im Westen alle haben, nicht haben und auch nicht haben können. Also eine fast schon genetische Zuschreibung einer Andersartigkeit und Minderwertigkeit. Dem müssen wir ganz entschieden widersprechen. Wir müssen außerdem ganz offensiv der Diffamierung der Friedensbewegung entgegentreten. Die Älteren werden sich erinnern, 1982, vor 40 Jahren, war es der vorgeblich christliche Politiker Heiner Geißler, der damals gesagt hat, die Pazifisten waren für Auschwitz verantwortlich. Das hat er damals gemünzt auf die große Friedensbewegung der 80er Jahre. Er hat damit im Klartext gesagt, Männer wie Dietrich Bonhoeffer, die jahrzehntelang Pazifisten waren und erst in den letzten Stunden, also beim 20. Juli 1944, sich für den Tyrannenmord entschieden haben, der leider gescheitert ist und die dafür gehängt wurden. Männer wie Dietrich Bonhoeffer, Frauen wie Sophie Scholz waren verantwortlich für Auschwitz. Eine ungeheuer infame Behauptung und Geißler hat leider nie die Größe gehabt, bis zu seinem Tod das mal zurückzunehmen. Diese Rolle hat jetzt vor den Ostermärschen letzte Woche Alexander Graf Lambsdorff übernommen, Mitglied der FDP im Auswärtigen Ausschuss, Sohn des ehemaligen Wirtschaftsministers Otto von Graf Lambsdorff. Lambsdorff sagt, bezogen auf die Friedenswege und die Ostermärsche, das ist die fünfte Kolonne Moskaus. Weiß Lambsdorff es nicht besser, wen er da zitiert? Das wäre noch schlimmer, als wenn er es wüsste und wenn er es bewusst tut. Er hat sich hier gemein gemacht mit dem franco-faschistischen General Emilio Moras, der diesen Satz 1936 zu Beginn des Spanischen Bürgerkrieges gesagt hat. Er hat gesagt, Zitat, ich werde dann mit 4 Kolonnen von Soldaten auf Madrid zumarschieren, aber die entscheidende Schlacht gegen die demokratische Regierung wird die fünfte Kolonne schlagen. Das waren die frankofaschistischen Kämpfer, die sich in Madrid bereits versteckt hielten und nur auf das Zeichen zum Losschlagen warteten. Und Lambsdorff hat sich gemein gemacht mit Putin. Putin hat diese Behauptung, fünfte Kolonne, nicht jetzt Moskau, sondern des Westens, 2012, als es die großen Demonstrationen gegen ihn gab, auch benutzt und hat gesagt, die ihn da kritisieren innergesellschaftlich, das sind alles feindliche Agenten des Auslands. Also ich bin dafür, dass wir dieses ganz offensiv zurückweisen und dass wir schließlich den guten
und richtigen Slogan Frieden schaffen ohne Waffen ganz offensiv verteidigen und jetzt nicht in eine ängstliche Defensivhaltung gehen, wenn dieser Slogan der Friedensbewegung im Moment fast überall in öffentlichen Reden und der Publizistik niedergemacht werden. Warum? Warum? Frieden schaffen ohne Waffen meint doch viel mehr als in einer konkret zugespitzten Situation, wie wir sie jetzt ohne Zweifel haben, zu sagen, nein, wir sind gegen Waffenlieferungen. Frieden schaffen ohne Waffen meint doch und hat immer gemeint, eben rechtzeitig dafür zu sorgen, dass es überhaupt nicht zur Eskalation von Konflikten kommt auf eine Gewaltebene, wo sich dann die Frage stellt, müssen wir jetzt auch mit irgendwelchen Gewaltmitteln, sei es mit Waffenlieferungen oder mit militärischen Interventionen eingreifen, um Menschen zu retten und so weiter. Also Frieden schaffen ohne Waffen meint doch eben, was wir schon mal eben angesprochen haben, diese ganze Bandbreite ziviler Instrumente und Fähigkeiten und Kapazitäten herzustellen, personell, logistisch, finanziell, alles was dazugehört, um rechtzeitig Konflikte zu erkennen, sie mit diplomatischen, politischen, wirtschaftlichen Mitteln, sowohl mit Anreizen wie auch mit Sanktionen zu deeskalieren und dann politische Lösungen zu finden. Das meint doch Frieden schaffen ohne Waffen und das bleibt völlig richtig und wird durch diesen Krieg in überhaupt keiner Weise widerlegt oder als falsch erwiesen. Mein letzter Punkt, wir sind hier in Hamburg. Hamburg hat eine seit Jahren oder Jahrzehnten eine Partnerschaft, eine Städtepartnerschaft zu einer anderen großen Hafenstadt, zu zwei großen Hafenstädten. Das eine ist St. Petersburg, das andere ist Marseille. Und leider hat auch die Stadt Hamburg die zivilgesellschaftlichen und städtepartnerschaftlichen Beziehungen zu St. Petersburg weitgehend auf null zurückgefahren. Bis dahin, das habe ich mir gestern Abend erzählen lassen, wo ich hier beim der deutsch-russischen Gesellschaft war, dass einzelne russische Studierende, Männer und Frauen, die gerne jetzt nach Deutschland kommen, nicht mehr kommen dürfen, auch mit eben der Begründung, weil die müssen ja finanziell hier unterstützt werden, weil die können bei den hiesigen Lebenshaltungskosten natürlich mit dem Geld, was sie von zu Hause mitbringen, nicht überleben. Aber das Geld wird verweigert, auch vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst, mit der Begründung, es dürfen jetzt überhaupt keine Gelder in irgendeiner Weise nach Russland fließen. Ich halte das für absolut töricht, falsch und kontraproduktiv, ob das hier geschieht oder wo auch immer. Und es ist natürlich scharf zu verurteilen, wenn es in irgendeiner Weise Übergriffe gibt bei uns lebende russischstämmige oder russische Menschen, wie wir das leider jetzt in 500 Fällen nachgewiesen haben. Das ist jetzt keine Moskauer Propaganda, die gibt es auch zu diesem Thema, sondern diese 500 Fälle sind von deutschen Ermittlungsbehörden dokumentiert und alle strafrechtlich relevant, also bei uns in Berlin anteilig leider die meisten, Angriffe auf orthodoxe Kirchengemeinden, Angriffe auf ein Sportzentrum bei uns in Ostberlin, das steht halt an der Allee der Kosmonauten, so heißt die Straße halt seit 70 Jahren. Und da haben die Täter, die dieses Sportzentrum in Brand gesetzt haben, eben gedacht, ach, da trainieren offensichtlich nur Russen, Russinnen, also stecken wir es mal an. Auch der Versuch, bei uns lebende Russen, Russinnen jetzt einer Lackmusprobe zu unterziehen und zu sagen, wie hältst du es denn mit Putin, dem sollten wir schärfstens entgegentreten. Ich war schon lange vor dieser Eskalation des Konfliktes mit Russland der Meinung, dass wir die zivilgesellschaftlichen Beziehungen nicht nur mit Russland, auch in die Ukraine, neu beleben, wieder stärken müssen. Sie waren ja in den 70er, 80er Jahren mal viel intensiver und die Gründungsgeschichte der IPPNW hat ja nun sehr damit zu tun, das wisst ihr alle besser. Aber in den 90er Jahren ist vieles von dem, was es da an Beziehungen gab, zwischen berufsständischen Organisationen, Städtepartnerschaften, Pflege von sowjetischen Gräbern und so weiter, doch deutlich zurückgegangen. Auch der Russischunterricht, zumindest an westdeutschen Schulen, ist deutlich zurückgegangen. Wir brauchen eine Neubelebung. Ich bin der Vorsitzende des Göttinger Friedenspreises, der eigentlich immer im März vergeben wird, jetzt wegen der Pandemie im September. Und der diesjährige Preis geht an das Projekt Musik für den Frieden. Das ist ein Musikgymnasium im Südbaden an der Schweizer Grenze in Grenzach-Wielen und ein Musikgymnasium in Twer,
die jetzt seit Jahren zunächst mal via Internet große Musikstücke gemeinsam einstudieren, darunter Opern, Musicals, dann aber bei gegenseitigen Besuchen live gemeinsam aufführen, sowohl in Deutschland wie auch in Russland. Sowas brauchen wir immer mehr und wir brauchen es auch gerade jetzt, um der Verfeindung zwischen unseren Gesellschaften ein Stück weit entgegenzuwirken, die natürlich stattfindet in der russischen Gesellschaft, auch unter der Propaganda der Putin-Regierung. Und wenn wir denn eine europäische Friedensordnung im Auge haben, ist das ein ganz wichtiger Baustein und eine Grundlage dafür, diese verbesserten zivilgesellschaftlichen Beziehungen. Die anderen Bausteine, und dann höre ich auf, eine Minute habe ich noch, die anderen Bausteine sind immer nach Ende dieses Krieges Rüstungskontroll- und Abrüstungsverhandlungen auf allen Ebenen, im atomaren Bereich, im konventionellen Bereich, bei den Truppenstärken, den Manövern, das ist ja alles bekannt. Die NATO und die USA haben sich auf die entsprechenden Vorschläge und Forderungen Putins von Anfang Dezember ja durchaus positiv geäußert. Dazu sind wir bereit zu solchen Verhandlungen in der schriftlichen Antwort. Aber wenn die NATO-Staaten in solche künftige Verhandlungen mit der Haltung reingehen, nur die russischen militärischen Kapazitäten zu begrenzen und zu reduzieren, die eigenen aber für sakrosankt erklären, dann sind diese Verhandlungen leider schon heute zum Scheitern verurteilt. Der zweite wichtige Baustein ist ein wirtschaftlicher. Wenn jetzt schon wieder davon die Rede ist, der Ukraine möglicherweise eine EU-Perspektive anzubieten, finde ich im Grundsatz nicht falsch. Nur dann darf nicht dasselbe passieren wie bei den Verhandlungen in den Jahren 2010 bis 2013, wo die EU dem damaligen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch gesagt hat, du musst dich jetzt entscheiden, entweder oder, schwarz oder weiß. Entweder Annäherung an uns, Zollunion, Assoziierungsabkommen, irgendwann Vollmitgliedschaft, oder du gehst halt mit Kasachstan, Belarus und Russland in eine zentralasiatische Zollunion. Das einem Land zu sagen, was traditionell einen Großteil seines Wirtschaftsverkehrs mit Russland abwickelt, war natürlich verheerend. Steinmeier hat, als er noch Außenminister war, 2016 mal in einem Interview gesagt, jetzt müssten sich doch mal die Wirtschaftsexperten der EU und Russlands und der Ukraine an einen Tisch setzen und mal drüber reden, wie man die bestehende Zollunion zwischen Russland und der Ukraine kompatibel macht, also vereinbar mit einer künftigen Zollunion zwischen EU und Ukraine. Genau das ist es. Ist nur leider nie was passiert. Aber wenn man das künftig im Auge hat, muss man auch die legitimen ökonomischen Interessen Russlands berücksichtigen. Der dritte Baustein ist ein ganz grundsätzlicher. Wir alle auf unserem eurasischen Kontinent müssten ein primäres Interesse haben, die unheilvolle Abhängigkeit Russlands und seiner Wirtschaft von fossilen Energien in den nächsten Jahren schrittweise zu reduzieren. 80% der russischen Wirtschaft ist fossile Energiewirtschaft. Und wenn das so bleibt, dann können wir uns die Pariser Klimaziele wirklich in die Tonne treten. Selbst wenn wir sie in Deutschland erreichen und die anderen EU-Staaten auch, was im Moment ja auch leider nicht so aussieht, wenn Russland bei diesem Status quo bleibt, dann nützt das wenig. Das heißt positiv gewendet, wir müssen mit Russland eine grüne, nachhaltige Energiepartnerschaft eingehen. Das auch schon beginnen, selbst wenn Putin noch ein paar Jahre im Kreml Herrscher sein sollte. Man könnte in den windreichen Regionen Sibiriens grünen Wasserstoff herstellen mit Windanlagen, die wir Russland unter guten Bedingungen schnell zur Verfügung stellen sollten, oder in den sonnenverwöhnten Regionen Südrusslands durch Sonnenenergie grünen Wasserstoff, der dann durch die Pipelines zu uns oder meinetwegen auch nach China exportiert wird. Das wäre so ein konkretes Projekt. Jetzt wirklich letzter Satz für eine europäische Friedensordnung mit Russland, die diesen Namen wirklich verdient eines Tages, ist es auch notwendig, dass all die schwerenden Wunden, die in den letzten 30 Jahren durch militärische Gewaltmittel geschlagen wurden auf unserem Kontinent, dass diese Wunden geheilt werden. Das heißt konkret für die Krim und die anderen umstrittenen Territorien in der Ukraine muss es Verfahren geben, einvernehmliche Verfahren, am besten eine neue Abstimmung von der UNO durchgeführt, überwacht, mit zum Beispiel der Option einer weitestgehenden Autonomie dieser Gebiete innerhalb der Ukraine. Dasselbe muss passieren für die sezessionistischen Gebiete in Georgien, Moldawien, wo im Moment russische Truppen stehen. Die können natürlich in einer europäischen Friedensordnung dort nicht mehr stehen.
Und last but not least, auch die schwerende Wunde, die die NATO 1999 mit ihrem Luftkrieg gegen Serbien mit der nachfolgenden Abspaltung des Kosovo geschlagen hat, muss endlich geheilt werden, und zwar nachhaltig. Dort ist nichts in Ordnung. Kosovo ist ein korrupter Mafiastaat, aus dem Zehntausende junger Leute versuchen, rauszukommen und eine Lebensperspektive hier im Westen zu finden. Auch hier bedarf es eines einvernehmlichen Verfahrens, einvernehmlich mit der Regierung in Belgrad, so schwierig die auch im Moment ist, um diese Wunde zu heilen. Herzlichen Dank für eure Geduld.